Oh mein Gott, Leute, ich bin Fame. Meine Fernbedienung ist Nito aus Video. Yo, ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody. Hallöchen, Leute, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion. Heute wieder, ihr habt es euch gewünscht und ich habe lange drauf gewartet, nämlich endlich das richtige, sag ich mal, Face-Reveal von Nito. Wir haben es in dem Gesicht schon gesehen, an von Fotos, aber jetzt kommt das Videoform, die Videoform von ihm. Deswegen sind wir gespannt, was er so macht, ob er ein bisschen tanzt oder so, ich weiß nicht. Nito zeigt sich 500.000 Abonnenten-Special, let's go. Oh. Strümpfe. Alle Fußfetischisten jetzt so. Oh. Oh, mehr Füße. Ja, mehr Füße. Oh, Finger. Nicht ganz, aber. Oh mein Gott, er ist eine Frau. Nietzsche war die ganze Zeit reeft. Oh mein Gott. Oh, er war auch Nick und Cengiz. Er ist einfach alle. Lauter machen. Noch lauter. Okay. Geil, Digga. Nico, noch lange nicht mehr geschaut. Oh mein Gott, sehen wir das Gesicht von Nico noch endlich? Ja. Er macht jetzt so einen riesen Aufruf. Das haben sie ja sicher schon gesehen. So. Aber jetzt mal live. So mit Bewegung und so. Alter. Crank. Alkoholiker auch noch. Schande. Was steht da drauf? Please be patient, I have autism. Alles klar. Ist wie romantische Stimmung hier, als wäre ich, hätte ich ein Date mit Nito. Hi, was geht? Schönes Kerzenlicht hast du da. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Also noch kein Stimmenreveal, schade. Mein Name lautet Nito. Und ihr seid doch bestimmt gespannt, wie ich aussehe. Ist leise, ne? In diesem Video. Elias, ich hab dir einen Obstteller mitgebracht. Schau mal, ich hab das Weiße von den Mandarinen auch abgeschält. Dankeschön, das ist genauso wie ich es mag. Ah, gib mir gerade. Laut. Ja, wir haben einen Scheiß drauf. Jetzt hat man mich eh schon gesehen. Ja, hi, ich bin Nito. Ja, dann können wir ja gleich schon anfangen mit dem Video. Was weiß ich, lauter wurde, Mann. Ah! Hat mich das jetzt gerade, ich weiß nicht, wie ich den Ton pegeln soll. Ah, es ist so weird, seine Stimme und sein Gesicht zusammenzusehen. Es ist so verwirrend. Schicke Lego-Haare auf jeden Fall. Hi, ich bin Nito. Ja, dann können wir ja gleich schon anfangen mit dem Video. Danke. Irgendwie keiner cringe gewesen. Intro. Ah! Hi, ich bin Elias. Ich bin 19 Jahre alt und so wie ihr alle sehen könnt, bin ich Nito. Ich bin die Person. Von neben dran dieses Bild hier mit. Ja. Ah ja, man sieht Ähnlichkeit hier, definitiv. Der Kopf, der schwarze Punkt hier ist auch irgendwo sein Haaren, glaube ich, drin. Deswegen ja, passt. Ich bin die Person, die auf Katzenbilder reagiert. Wie ist das ein Burrito? Das ist eine Mandarine, das ist keine Katze. Rumschreit. Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen, was soll ich denn? Soll ich mal hier einfach schreien? Ganz laut? Chronische Schmerzen von euren. Es ist so ein. Stell dir mal vor, du hast so ein Bewerbungsvideo. Ja, hi, ich bin Nietzsche Now und ich schreie und dann. Ist das so ein Fender so her? So moderne Bewerbung so bei einer Firma. So, ich bin Nietzsche Now, ich bin der immer schreit. Privatnachrichten hat. Hab das gefunden aus unserem Englischbuch. Was ist das? Wieso ist der Typ grün? Millionen Leute aufklärt, wie man Camembert schreibt. Kein Kuchen, sondern Camembert-Bär-Käse. Das ist Camembert-Bär-Käse. Zu einem ziemlich bekannten TikTok-Meme wurde. Ich wurde eiskalt zu einem TikTok-Meme. Ich geh einfach heimlich auf mein Gamebuch. Mit Katzen. Ah, oh, scheiße, ich hab die Mandarine vergessen. Also jetzt immer mehr Sachen ausgezogen jetzt. Also den Ton her ist noch nicht ganz gut gepegelt, muss ich sagen. Also die Stimme, der Ton hier draußen ist irgendwie lauter, als wenn er diese Einblendungen hat irgendwie. Das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Hier ist die Mandarine. Mit Katzen und Mandarinen spricht. Ich bin Gustav. Hey, aber das hier hat jetzt aber, er ist nicht Nito Nordor. Es ist nicht Nito Nordor. Wir haben vorhin ja gesehen, wie Nito Nordor eigentlich aussieht. Hier, also ich sehe hier keine Ähnlichkeit irgendwie. Er war wohl wegen Corona lange nicht mehr draußen in der Sonne, weil das ist ja deutlich brauner als bei ihm. Sonst passt alles. Ihre Socken zu inhalieren, was ich hiermit nicht sagen will, ist, dass ihr eure Socken inhalieren sollt. Ihr seid alle so krank, ne? Nimmst du noch auf? Nee.
einen ziemlich bekannten Trend ausgelöst hat, wofür ich übrigens nichts kann, das ist eure Schuld. Oh ja. Ich hab danach auch sogar ein paar Nachrichten bekommen, darf der Kevin spielen, komm, wirklich. Ich bin so froh, dass aufgehört hat damit. Und nein, Kevin darf nicht spielen, komm, ich werd bis heute noch da. 2 Jahre später werde ich immer noch gefragt. Wisst ihr was, komm, wir fragen jetzt einfach jemand mal. Komm, wenn der ja sagt, dann darf Kevin spielen, komm. Darf der Kevin spielen kommen? Ja. Scheiße. Darf ich spielen? Also. Darf kein Spiel kommen? Ja, scheiße. Weg. Tschüss. Und der rollt er weg oder was? Ist das gestaged? Hat er wirklich eine random Person gefragt oder hat er mit dir abgesprochen so? Mandarine, gib mir die Mandarine, gib mir die Mandarine. Wieso rennt er der Mandarine hinterher? Halb deutsch, halb amerikanisch. Wohne in den Niederlanden. Scheiß auf Madeira, kommt alle auf. Was? Ich hab's nicht verstanden, das war so leise. Aber er sagt, er wohnt in den Niederlanden, war das jetzt. Ich dachte, das wäre Brasilien jetzt hier. Das ist ja hier Österreich. Und das ist ja hier Brasilien, ne? Scheiß auf Madeira, kommt alle auf meine Insel. Also hier gibt es voll die krassen und coolen, also voll. Was, Fahrrad? Dass ich in den Niederlanden wohne, ist auch der Grund, warum ich so schlecht Deutsch kann. Ich sag mir ständig. Ach so, weil es Niederlanden irgendwie. Ach, weil es Niederlanden ständig viele Fahrrad fahren. Da gibt es sogar ein Parkhaus, glaube ich sogar, wo nur für Fahrradfahrer gedacht ist. Richtig krass. Nee, Italien war das, nicht Brasilien. Ach, das war Italien. Ach so, Leute, okay, verstehe. Das war nicht Österreich? Was? Das war nicht Österreich? Habe ich gar nicht gewusst. Du kannst deinen Artikel nicht. Lern deinen Artikel. Junge, was für Artikel? Da steht nichts drin. Früher war mein Deutsch aber eh viel schlechter als heute. So war es früher. Und ja, viel Spaß mit das Video. Und so ist es heute. Komm aus das Glas raus. Meine Mutter ist Marokkanerin. Von ihr habe ich nichts außer meine tolle Größe und meine marokkanischen Wookie-Arme. Also danke dafür. Einmal hast du rasiert, das andere nicht. Von meinem Vater, warum? Also die deutsche Seite, habe ich eigentlich nichts geerbt. Willst du irgendwas noch, willst du noch was sagen? Ja, ich... Vielen Dank. Er steht da und sagt, mein Vater habe ich nichts geerbt. Wow, richtig Disrespect. Von meinem Vater habe ich die Nase, das weiß ich. Und von meinem Opa habe ich einen Haarausfall. Und die Akne, ja. Also alles von väterlicher Seite sehr gut vererbt bekommen. Die Lache habe ich von meiner Mutter, die Lache. Das war dann auch schon alles, du kannst wieder nach Hause fahren. Oh, hä? Oh, hat er sich vorher schon mal gezeigt oder was? Crank, oder was? Wirklich? Aber nicht nur in diesem Video, sondern um genau zu sein, 4-mal. Viele haben sich beschwert, dass mein Face-Reveal so lange gedauert hat. Dabei habe ich mich schon vor lange... Nein, ich bin auf Gustav getreten! Ich habe Gustav umgebracht, wir müssen Gustav beerdigen! Okay, er ist echt auch ein bisschen gestört. Wir haben Gustav beerdigt. Hä, er hat jetzt hochgeworfen? Ich glaube, also... Ich weiß schon, wie Nitonaus Beerdigung aussieht. Ihn einfach auf den Boden zertreten. Nee, so stirbt er ja. Er stirbt, dass er ihn zertritt und danach wird er in Hälften geteilt und weggeworfen. Okay, verstehe. So schöne Beerdigung. Ja, Penetration an meiner Meinung. Das ist so auf jeden Fall, was ich nicht wusste, ist, dass ich mich schon vor langer Zeit gezeigt habe. Das erste Mal vor 1,5 Jahren in diesem Video. Das war nur ein Scherz. Ich kann wirklich eine Hupe nachmachen. Okay, das ist jetzt aber wirklich... Das ist deine letzte Show. Niemand hatte was vermutet, außer... Ah, ja. Er faked also seine Instagram-Nachrichten. Das sind keine richtigen Nachrichten von Zuschauern, sondern er faked die selbst. Er schickt selbst Sachen rein. Ah, ja. Du hast dich selbst geleakt. Ich hätte der Typ mit der Hupe, warst du. Oh, da hat sich jemand schon herausgefunden. Auf 1 Minute her. Also, ja, du mit der Hupe hattest drauf. Alles klar, krass. Kommentaren, nicht schlecht. Das zweite Mal als Profilbild in meinem Katzenvideo. Nochmal! Das ist keine Katze, das ist... Hallo, und wirklich? Was? Wie funny. Okay, das ist lustig. Ja gut, wenn ich wissen, wie er aussieht, ne? Kann man es auch annehmen, so. Angeleinte Fliege! Angeleinte Fliege! Das dritte Mal auf dem Thumbnail von diesem Video. Thumbnail! Wieso schickst du mir das? Ach krass, sogar. Hä, heftig. Komm, das komm, letzte erkennen. Mal in meinem Stockfoto-Video bei Sekunde 40. Dann meine ich auch für jegliche Situation. Egal wie... Ach krass, das ist nicht genau gewesen. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Fällt es mir irgendwie ein. Sieht echt so aus wie Nitono von der Seite. Sorry, heute habe ich einfach so trockene Witze aufgelegt. Keine Ahnung, was heute los ist. Komisch und verstörend, es muss sein.
Ah, krass, lol. Alles. Also eigentlich habe ich mein Versprechen nie gebrochen. Mein Hobby ist es, Mandarinen zu essen. Auch mache ich in meiner Freizeit natürlich ganz gerne Videos. Ich liebe es, Videos zu machen. Mir gefällt das so sehr. Also es ist ein Traum, ganz ehrlich. Und ich schaue ganz gerne in meiner Freizeit auch Serien und gehe nach draußen, fahre ein bisschen Wakeboard, treffe mich mit ein paar Kumpels. Eigentlich nichts Besonderes. Ich putze so zweimal am Tag putze ich meine Zähne. Manchmal kann es sein, dass ich abends oder Die Mutter Ehre, Alter. Die Mutter Ehre ist auch einfach drauf. Dein Videoschnitt-Setup ist hier, ist richtig heftig. Guck mal, was für ein Setup der hat. Ich setze hier auf der Couch ein, nachdem ich Videos gemacht habe. Und morgens kann es sein, da habe ich halt noch nicht so einen Schlafrhythmus, so einen Tagesrhythmus eher. Schauen wir uns mal eure Kommentare zu meinem Aussehen an. Bin ich mal gespannt. Papa Platt auf Wish bestellt. Nur weil wir dieselbe Brille haben. Harry Potter auf Wish bestellt. Nur weil wir dieselbe Brille haben. Du siehst aus wie mein Fuß. Hä? Ich will mir mal eine Haarroutine machen. Ich will auch solche Lego-Haare. Ja, es sind wirklich Lego-Haare. Ich hasse dich. Aber jetzt mal ohne Witz, ich dachte... Hast du mich jetzt auch? Egal, ich stehe dazu, er hat Lego-Haare. Dass die ganze Sache mit den Lego-Haaren endlich vorbei sein würde, wenn ich mich gezeigt habe. Aber im Gegenteil, es ist nur noch schlimmer geworden. Ja. Ihr meint das wohl wirklich ernst, oder? Ich hasse euch! Ich hasse euch! Als ob er das nicht wirklich selbst realisiert. Er weiß es doch noch auch selbst, dass seine Frisur schon sehr ähnlich wie Lego-Haare hat. Also wirklich, also ich meine, er hat ja selbst ein Bild gezeigt im Video, wo es um Lego-Haare ging. Und er sagt, so sehe ich nicht aus. Und dann, jetzt realt er sich und dann hat er so genau die Frisur genauso wie so gelegt auch. Es wäre auch gut, wenn er sich selbst raffen würde, so. Ich habe keine Lego-Haare. WTF, ich dachte, Nitono wäre richtig hässlich. Ich dachte, du wärst voll hässlich. Aber bist du nicht. Hey, siehst doch überhaupt nicht so scheiße aus. Hätte gedacht, du wärst richtig hässlich, aber bist voll okay. Voll okay. Waren eigentlich eure Erwartungen von mir? Es haben auch zwei Leute gesagt, dass ich asiatische Wurzeln habe. Wie kommen zwei Leute darauf, dass ich asiatisch aussehe? Du siehst viel... Ja, es haben auch manche mir gesagt, dass ich asiatisch aussehe. Weil ich immer so mal so ein Video gemacht habe mal, wo ich so ein bisschen parodiert habe. Und irgendwie denken Leute, dass ich irgendwie asiatisch bin, weil wenn ich lache, dann kneifen sich meine Augen zusammen zu dieser Form. Und denken voll viel, ich hätte asiatische Wurzeln. Aber ich habe keine asiatischen Wurzeln. Ja, das wüsste ich nichts davon. Muss ich meine Eltern mal fragen. Sieht zu brav aus, um so ins Mikro zu schreien. Das ist sehr süß von dir. Dankeschön. Sollen wir mal so live rumschreien? So eine blöde Palme! Hast du nicht? Warum bist du so grün? Die mag dich nicht! Was machst du, Palme? Hey, das ist eine Socke! Kann ich mich da dran hängen? Was mein Lieblingsobst ist? Tomate. Wusstet ihr das? Wo hänge ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Okay, was ich sagen wollte. Warum? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war... Es ist so weird. Es ist so weird. Ich meine nicht, dass das Nitono aus Videos vorher schon weird war, ne? War ja vorher schon so. Aber jetzt noch weirder, ihn jetzt so live die Videos zu sehen, so mit seinem Gesicht, das ist irgendwie ungewohnt, da muss ich sagen. Macht er jetzt so Videos immer so oder macht er dann wieder so früh? Weil er hat ja gemeint, wenn man sein Gesicht nicht sehen will, dann soll man die beiden Videos überspringen und dann macht er danach wieder weiter oder was so alte oder wie? Tu mir nix! Doch! Auf jeden Fall, was ich sagen wollte war... Schauen wir mal live in meine DMs rein, so wie der Nitono das normalerweise macht. Okay, bin gespannt. Hallo Nitono, kannst du auf mein Marmeladebrot... Nächste. Hey, dein Video war spektakulär. Komme ich jetzt irgendwann in ein... Oh krass, das sieht voll cool aus. Oha. Stell dir mal vor, ihr habt irgendwann die Möglichkeit, genetisch irgendwas zu verändern von Tieren, dann wäre das ein richtig geiles Viech. Ich werde vorher von so einem Vogel verfolgt, der hat wirklich so einen Krokodilmund und der frisst auch euch so und der wagt an euch, weil er so klein ist, so wisst ihr, so weiße Ohren ab oder so. Ah, sieht voll krass aus, das Foto, ey. Eins deiner Videos. Nein, hey, ich habe Homeschooling und wollte fragen, ob du meine Englischhausaufgaben machen könntest. Pushe dich auch dafür. Ich needed to know, ob du meine Hausaufgaben machen kannst und wieso wollen zwei Leute, dass ich dir... Ich bin keine Nachhilfe oder so. Ich mach nicht eure Hausaufgaben. Warum schickt er mir ein Bild von seiner McDonalds-Rechnung? Hallo, das ist Gauda. Sehr schön, ich hasse dich. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, mir ein Bild von der Heizung zu schicken? Ich hoffe, das macht dich glücklich. Ja, die Heizung, er ist doch der Heizungstyp. Deswegen, Heizung, vom Face-Reveal-Dings, hat auch die Heizung vom Gesicht gehabt. Das ist eine Fernbedienung. Oh, hallo? Dieselbe habe ich auch. Oh mein Gott, Leute, ich bin Fame. Meine Fernbedienung ist Nitonos Video. Hier. Oh mein Gott.
Oh mein Gott! Das habe ich geschrieben, ja. Das ist mein Account. Ihr wisst ja, das Profilbild da ist auch 1:1 ich. Das ist eine Fernbedienung. Hallo, Frau Need to Know. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Ich habe nur noch Karotten im Kopf. Ich fühle mich zu nichts anderem mehr ange... Nächste. Guck mal, mein Müsli... Ja, das waren meine Privatnachrichten. So wie man es kennt, ne, ist ja immer wieder schön, da reinzugucken. Ne? Ich... Alles klar. Also, es ist ja, ich hab mit allem gerechnet und nicht damit, dass er so eskaliert hier. What the f? Pure Hyperaktivität irgendwie. Pur aber. Ich kann auch die Katzen nachmachen. Hier, es gibt einmal die Ohren-Augen-Katze. Darf der Klaven bei mir spielen kommen? Nein, darf er nicht! Dann gibt es die Butterkatze. Wieso habe ich Butter auf meinem Rücken? Und zu guter Letzt gibt es noch Gustav die Mandarine. Ich bin eine Katze! Nein, bist du nicht! Ich bin eine Katze! Du bist keine Katze! Du kriegst mich nicht! Du bist keine Katze! Gustav, die Katze! Da hab ich dich! Das geht sie direkt. Oh, es ist noch weirder, wenn man ihn so in Relapse so eskalieren sieht. WTF. Ach, du Heiliger. Oh, ich finde, wenn man ihn so privat trifft und mit dem Schild, also ist er richtig, richtig gediegener Typ, ja. Und sobald er dann zu Hause kommt, die Kamera macht direkt so. Ich kann mir voll gut vorstellen. Das geschieht direkt. Ich hab Gustav getötet. Was hab ich getan? Ich hab Gustav getötet. Oh, Togekiss-Musik war das gerade ganz kurz, ne? Du bist eine Katze, komm wieder zurück! Ich muss den Beweis entfernen! Man hat sich ja kurz auf den Boden gelegt, um den Beweis zu entfernen, hä? Ich muss den Beweis entfernen, erst auf den Boden legen und chillen, Alter! Meine Nachbarn Sühner waren es. Wer bist du? Erinnert mich auch ein bisschen so an How to Basics so auch. Der hat sein Gesicht nicht gezeigt, aber nimmt auch immer Eier und schmeißt die in der Gegend. Mit Fischen steigt immer drum und so aus der First Person halt so. Erinnert mich auch so ein bisschen von der Hyperaktivität Art, so ein bisschen vom Schnittstil. Ich bin Gustavs Bruder. Komm, wir tanzen! Was passiert hier? Da ist eine Tür! Yo Leute, ich zeig euch jetzt mein Haus! Ja, wir sind jetzt hier in meinem Garten, niederländischer, holländischer Garten. Adresse geleakt. Hier liegt mein Hund begraben, er ist leider vor 2 Jahren gestorben. Was, wirklich? Warum nur Welpenfotos? Ist das eine Verarsche? Ist das ernst gemeint jetzt? Und warum zeig ich so komplett random so? Top Animal Betrays. Betrayals. Die ganze Zeit so wunderschön aktives Video und so. Und jetzt denkst du, was? Warum? Es war eine schwere Entscheidung. Wir mussten entweder 500 Euro für eine Operation bezahlen oder Abschied nehmen. Von den 500 Euro habe ich mir einen neuen Gaming-PC geholt. Der XT598S. Er ist einfach krass. Jo Leute, heute schauen wir uns ein. Das ist locker nicht sein Hund gewesen. Locker nicht. Er hat noch Welpenfotos gezeigt, keine Fotos mit ihm und so. Das ist locker nicht ernst. Gehen Sie meine alten Videos an. Let's go. 3.896 abstimmt wie die Hüpf. Hört auch Reaction jetzt. Yo, was geht? Alles gut weiter da drüben. Oh, nice. Das ist der YouTuberin Deutschlands. Falls ihr mit abstimmen wollt für die nächste Liste, müsst ihr einfach diesen Kanal abonnieren. Auf den 2. Platz mit 513 Stimmen steht die gute Milena Sophie. Irgendwie klar, dass mit... Ey, was ein Zufall, dass die auch jetzt gestern so ein neues Video hochgeladen hat. Seit langer Zeit mal wieder. Hat das geplant? Kennen die sich? ...an dieser Liste mit reinkommt, weil zugegeben, sie ist wirklich eine hübsche und eine süße Schnitte, oder? Was hast du wirklich gesagt? Mag ich keine Milchschnitten, aber wenn Melina eine Milchschnitte wäre, dann würde ich die 24/7. Hat er das wirklich gesagt damals in dem Video? Was? Sollen wir es ihm sagen, Leute? Sollen wir es ihm sagen, dass Melina nicht auf Typen steht?
Findet er selbst heraus, oder? Ja, stopp schon. Ja, das ist sehr gut. Ja. So, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir nicht gefallen. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da. Es werden wahrscheinlich in Zukunft, wie gewohnt, die normalen Videos kommen, so ohne Facecam, so mit Mandarine, dies, das. Aber falls ihr das auch cool fandet, dann, dann ist das halt so. Das ist halt so. Außerdem, guck mal, hier ist Gustavs Bruder, das ist Esteban, der ist auch aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, was damit passiert ist. Eigentlich war geplant, dass... Ja, war das nicht der, der weggeworfen hat auf die Autobahn oder so, auf die Autostraße, Brücke und unten drunter, war das nicht so? Dieses Video heute um 19.10 Uhr kommt, aber es ist da, ich habe da so einen Kommentar vor ein paar Tagen gelesen, da hat jemand gesagt, dass seine Katze eingeschläfert wird heute um 19 Uhr und er würde gerne dieses Video zusammen ein letztes Mal mit seiner Katze sehen. Das hat mich sehr gerührt, deswegen habe ich das um eine Stunde verschoben und meinen normalen Upload-Plan reingeboxt. Ich habe es hoffentlich geschafft. Ich hoffe, dass dieses Video heute am 6. rausgekommen ist. Ich hoffe es, bitte! Sonst bin ich ein schlechter Mensch. Wenn ich es nicht geschafft habe, dann... Ja. Vielleicht wär's was heute? Hat das Video am selben Tag geschnitten hochgeladen noch, oder was? Wirklich? Cam auch cool, immer so auf Katzenbilder zu reagieren oder auf eure Privatnachrichten. Oder es wäre auch voll cool, wenn ihr mir so Pakete zuschickt und dann mache ich die auf. Wäre bestimmt ganz cool. Bestimmt das erste, was ich aufmache, ist eine Lego-Figur. Ich hasse euch. Ja. Falls ihr mehr von... Oder Mandarinen. Oder Katzen. Eigentlich mit Alufolie mit Butter oben drauf. Ja. Ich an die Notstelle hätte da keinen Bock auf Pakete, muss ich sagen. Nur verkammelt die Kacke angekommen dann. Wenn ihr solchen Videos sehen wollt, wie ich vor Kamera so ein bisschen was mache, dann lasst ein Like oder schreibt Unterhose in die Kommentare, ist mir egal. Dieses ganze Face-Reveal hat sehr viel Zeit beansprucht. Unterhose in die Kommentare? Ah, ich bin Zeitkanal eingeloggt, shit. Ich, bestimmt ein halbes Jahr habe ich hier jetzt für gebraucht, für alles zusammen. Also es wäre nett, wenn ihr irgendwie mal etwas anderes als darf der Kevin spielen kommen in die Kommentare schreibt. Vielleicht ein, etwas so wie cooles Video, die Mühe hat sich gelohnt, das ist ja auch schön, aber muss nicht sein, muss nicht. Ich werde auch am 8. Februar werde ich mal versuchen zu streamen, am 8. Februar habe ich Geburtstag. Ich werde aber nicht sagen, wo ich streame und wie ich heiße, weil ich extreme Panik kriege, wenn mir mehr als mein Bruder und meine Mutter zuschauen. Das wäre dann alles. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Voll die Ausrede, ich kann nicht mal streamen, ich habe keine Facecam hier oben. Als wäre das alles so teuer. Meine Mutter zuschauen, das wäre dann alles. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Gleich hier mal an, was ist das eigentlich? Das ist das Hemd oder was? Oder ist das so ein Pappteller? Ich glaube, das hier ist das Hemd. Ist nicht zugeknüpft. Oh Mann. Sehen uns. Oh, das ist schon geil gewesen. Oh mein Gott. Also, es war ein bisschen anders. Es war ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr hyperaktiv. Aber auch irgendwie sympathisch auf eine andere Art und Weise. Und er hat versucht, zum selben Stil zu schneiden, wie auch seine Bilder-Videos sind. War interessant. Habe ich so noch nie gesehen, glaube ich, so in der Art jetzt. Ich glaube, Nebelnik hat so ähnliche Videos damals gemacht. Nebelnik. Gerne wieder. Ich fand's cool. Nice. Okay, cool. Kommt auf Twitch vorbei, Leute. Ich bin jeden Tag live, 19 Uhr. Kommt vorbei. Wir sehen uns da. Peace. Yo. Ich bin ein Profi, ich profi nur mit B, so wie Brody.